Und eines der größten Probleme in den Gemeinden und das Einfallstor für den religiösen Geist ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, wo wir spüren, das haut hier aber nicht hin, aber wir sagen nichts. Wir wollen ja kein Anstoß sein, wir wollen ja nett sein, wir wollen ja liebevoll sein. Und damit haben wir uns schon wieder voll verraten, weil wir gar nicht verstehen, was die biblische Liebe ist. Die biblische Liebe sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und konfrontiere ihn. Das ist Liebe. Den Bruder in seiner Sünde zu schonen, ist vielleicht nett, ist besonders angenehm für den Bruder in der Sünde. Aber es ist Gott ein Greuel, weil es Menschengefälligkeit ist und ihm kein bisschen hilft. Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort, überführe! Was heißt das? Zeig den Menschen, wo sie verkehrt sind, damit sie umkehren können. Sag nicht Friede, Friede, alles ist gut, Gnade, Gott hat euch lieb. Das hilft nicht weiter. Ja, Gott hat uns lieb. Er hat uns so lieb, dass er uns nicht lassen will in unserer Sünde. So lieb hat er uns. Sag, ich habe alles bezahlt. Ich habe das Höchste gegeben, was möglich war, um dich freizusetzen. Und jetzt will ich nicht, dass du Gemeinschaft mit den Dämonen hast. Und ihr lieben Männer, wenn ihr euch Pornos anschaut oder auch vielleicht nur in Anführungsstrichen erotische Filme, die nicht bis ins Letzte alles Details zeigen wie Pornos, wenn ihr euch so ein Zeug reinzieht, habt ihr Gemeinschaft mit den Dämonen. Und das ist Gott ein Gräuel. Und er sagt, es muss aufhören. Es muss aufhören. Genug ist genug. Es ist Zeit, dass die Gemeinde sich heiligt. So, der Feind hat ein Ziel, dein Herz zu verdrehen, dich rauszuziehen aus der Ehrlichkeit und der Geradheit und der Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Im Alten Testament lesen wir, Saul baute sich ein Siegesmal. Interessant, ne? Wie der Heilige Geist das beschreibt. Was denkst du, wenn wir da vor Ort gewesen wären und hätten bei dieser Einweihungsfeier den Saul gefragt, für was er das gebaut hätte? Was hätte der gesagt? Na klar, habe ich das für mich gebaut, damit ich zeigen kann, was ich für ein toller Kerl ich bin. Was hätte der gesagt? Alles zur Ehre Gottes. Glory be to God. Das hätte der gesagt. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, unbestechlich. Er schreibt, Saulus hat es für sich selber gemacht. Peng, da steht's. Und heute sind manche unterwegs, die bauen sich auch ein Denkmal und sie nennen das Dienst. Eine Frau schreibt mich an, sagt, sie ist gläubig, sie leidet unter furchtbaren Depressionen und was soll sie machen? Ich sage, geh zu deinem Pastor, lass dir Rat holen. Komm raus aus diesem Zeug, werde frei. Und sie sagt, ich war schon beim Pastor. Ich sage, und? Er hat gesagt, er hat keine Zeit für sowas. Seelsorge liegt ihm nicht. Er muss seine Online-Kirche bauen, er muss predigen in YouTube und muss da Follower sammeln. Ich habe gesagt, komm, wir nehmen uns Zeit, haben ein paar Zoom-Meetings gemacht und sie hat Dinge gehört, die sie über Jahre als Christ noch nie gehört hat. Und sie wurde frei durch die Wahrheit, die sie gehört hat und die sie angewandt hat. Und es hat solche Veränderungen in ihrem Leben gegeben, dass nächstes Jahr der Mann ins Seminar kam und hat gesagt, meine Frau ist so anders, was habt ihr mit der gemacht? Ich muss jetzt auch mal kommen. Halleluja. Wenn Gott wirkt, zieht das Kreise. Halleluja. Und wenn die Gemeinde in Heiligkeit lebt, wenn da Ehen sind in Reinheit, in Klarheit, in Respekt, mit Harmonie, dann hat das eine Auswirkung auf unsere Umgebung. Ja. Aber was passiert jetzt? Ja. Wir stellen viele ins Schaufenster, die Leute kommen und dann sagen wir, ja, sorry, haben wir leider nicht auf Lager. Wir stellen viele ins Schaufenster, wir versprechen viel, das Evangelium, das frei macht, das segnet und alles. Und dann kommen die Leute und wollen das haben, sagen wir, ja, haben wir nicht auf Lager.
Das wird anders werden. Gott wird eine Gemeinde bauen zu seiner Ehre, die glaubwürdig ist, der man das abkaufen kann und die viel, viel, viel Menschen rausholt aus der Finsternis in das Reich Gottes. Oh, Halleluja, was freue ich mich auf die Zukunft. Ich bin nicht frustriert über den momentanen Zustand von vielen, vielen Gemeinden, weil ich sehe, Gott hat einen Plan und er wird diesen Plan erfüllen. Und er wird uns Heiligkeit beibringen und er wird uns die Furcht des Herrn bringen. Halleluja. Und er wird dafür sorgen, dass wir in die Gesinnung Jesu kommen. Um das geht es. Jesus hier auf der Erde hat für den Vater gelebt. Ja? Jetzt leben wir in seinem Namen, an seiner Stelle, für den Vater in derselben Gesinnung. Das ist die Furcht des Herrn. Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Ich bin Nachfolger des Herrn. Du bist Nachfolger des Herrn. Was bedeutet das? Du musst lernen zu leben, dem Vater zu gefallen, in allen Situationen. Nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, auf deiner Arbeit, vorm Fernseher, vorm Computer, in deiner Freizeit, in deiner Familie, für ihn. Denn er ist da und die Mächte der Finsternis sind da und beobachten die Gemeinde. Glaubt die wirklich an das Wort? Oder sagt sie nur, es hat schön gepredigt oder charismatisch, boah, war das heute gesalbt. Aber es bewirkt nichts, es verändert nichts. Es war nur ganz stark, boah. Ja und? Was Gott interessiert und was mich interessiert, sind, welche Konsequenzen ziehen wir aus dem Wort Gottes? Was verändert sich? Für was entscheiden wir uns? Und welche glaubhaften Schritte gehen wir? Schnell mal nach vorne kommen, ein bisschen Buße tun, ein paar Tränchen vergießen, ohne dass wir einen Plan haben, wie es jetzt anders wird, nützt gar nichts. Nützt nichts. Es müssen praktische Schritte gegangen werden. Und später, wenn wir dann über die Gemeinde und Beziehungen untereinander sprechen, dann schauen wir uns das wunderbare Kapitel an, verbindliche Beziehungen und Jüngerschaft. Das schauen wir uns an. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu den heutigen modernen, pfingstlich-charismatischen Gemeinden und dem, was sie damals in diesem Buch gemacht haben. Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Art und Weise, wie wir Beziehung verstehen und Beziehungen leben. Wenn du denkst, du und die Bibel und der Herr, irgendwann wird es schon Klick machen und irgendwann wird es funktionieren. Ich sage dir, es wird niemals funktionieren. Wir brauchen einander. Und wir brauchen eine Offenheit und eine Ehrlichkeit, dass wir sagen, ich habe Dreck am Stecken. Ich lebe in Sünde. Ich bin gekettet. Was kann ich tun, um da rauszukommen? Nein, das macht alles der Herr. Ich suche den Herrn und er wird es schon machen. Ich sage dir, es wird nicht funktionieren. Bestimmte Dinge müssen ans Licht kommen und du musst enttarnt werden und dein schönes, frommes Denkmal muss bröckeln und zerfallen. Und dazu brauchst du Geschwister. Deswegen sollen wir Fürbitte füreinander tun. Deswegen sollen wir ehrlich miteinander umgehen. Deswegen sollen wir ins Leben sprechen und Sünde nennen und ermahnen oder, wenn es nötig ist, scharf ermahnen. In welchen Gemeinden wird das heute gemacht? Früher gab es ein Wort, das ist schon antiquiert, das findest du nur noch irgendwo in alten Schriften. Gemeindezucht. Schon mal das Wort gehört? Das war früher Standard. Heute in vielen Gemeinden gibt es nicht mal die Vokabel, geschweige denn die Praxis. Weil wir haben uns alle lieb und alle sind ja Menschen nur und alle sind irgendwie noch nicht so, wie sie sein sollen. Hallo? Und wir schauen nicht ins Wort, was die Bibel sagt. Und wir sehen auch nicht den Unterschied zwischen einem willigen Schwachen, der fällt, aber das bereut und sagt, ich muss das lernen. Und zwischen einem, der sagt, ist mir doch egal, was in der Bibel steht, ich mache, was ich will und mir hat keiner was zu sagen. Wenn du diesen Unterschied nicht kennst, wirst du in Seelsorge, in Beratung, in Jüngerschaft nie erfolgreich sein. Das Erste, was du tun musst, wo ist das Herz desjenigen? Und wie findest du das raus? Lass ihn oder sie reden über die Sünde. Die Art, wie jemand über seine Sünde redet, verrät, wo sein Herz ist. Weil die Bibel sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und wenn dann so eine weltliche Sprache kommt, ja, es ist mal passiert,
ich habe eine Beziehung, ich bin in eine Beziehung geraten. Ich sage, kannst du das bitte mal in Bibelsprache machen? Wie würde Gott das nennen? Was sagt die Bibel dazu? Homologio heißt dasselbe sagen wie. Also wie nennt Gott das? Ja, ganz richtig, du lebst in Hurerei. Warum vermeiden wir Bibelsprache? Ich meine, es muss nicht Lutherdeutsch sein, aber wir müssen die Dinge bei Namen nennen. Warum vermeiden wir das? Weil wir uns schonen, weil wir einen netten Eindruck hinlassen wollen, weil wir nicht das Ding auf den Tisch packen wollen, weil wir nicht ehrlich werden wollen, sondern weil wir einfach das so umschreiben und die Mentalität ist, naja, sowas passiert mal, wir sind ja alle nur Menschen und bei dir wird es ja auch nicht anders sein. Und es ist eben so, aber gut, dass wir die Gnade haben. Ekelhaftes, religiöses, unakzeptables Geschwätz, was Gott niemals honorieren wird. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott hat zwei Reaktionsweisen. Wer seine Sünde verdeckt, wer sie schönredet, wer sie rechtfertigt, wer sie wegerklärt, wer sie verschiebt, wird kein Gewinn haben, wird keinen Sieg haben, wird in keine Freiheit kommen. Sondern was tut Gott mit so einem Menschen? Er widersteht ihm. Gott widersteht dem Stolzen. Findest du das gut oder findest du das nicht gut? Ich finde das absolut gerecht. Wenn jemand sagt, ich weiß, was ich da mache, ist nicht in der Bibel, aber versteh doch bitte, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch nur so meine Baustellen und das ist halt so. Da musst du Verständnis haben. Nein, Gott hat kein Verständnis. Weil da ist eine Gnade freigesetzt durch das Kreuz, die von jeder Sündenkette dich freisetzen kann. Und wenn das nicht dein Ehrgeiz ist, wenn das nicht dein Ziel ist, jemand zu sein zur Ehre Gottes, sondern du deckst deine Sünde, du tolerierst sie, du redest sie schön, Gott widersteht dir. Was heißt das? Der ist nicht mal interessiert, deine Gebetchen zu hören. Er wendet sich ab. Sagt, nee, das kann nicht sein, dann liest die Bibel. Ja? Rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen und ich werde euch Vater sein und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Was ist die Bedingung? Rührt Unreines nicht an. Okay? Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und der Demütige sagt, es war blöd und ich muss da rauskommen. Das darf nicht so weitergehen. Es ist schlimm. Ich weiß, ich bin verantwortlich. Ich muss es lernen. Ich will da raus. Kannst du mir helfen? Seit einigen Jahren gebraucht der Herr mich, Männer aus Pornografiesucht rauszuholen. Und ich arbeite nur mit Männern, die diese Gesinnung haben, die ich eben beschrieben habe. Es ist schlimm, was ich da mit Gott antue. Es ist schlimm, was ich meiner Frau antue. Es muss aufhören. Ich weiß nur nicht, wie. Kannst du mir helfen? Mit denen kann ich arbeiten. Und wenn die dann Schritte gehen, Halleluja, sie kommen raus. Egal wie tief die Sucht ist, Jesus ist stärker. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht fromm machen und kompatibel mit einer Gemeinde, wo lauter ähnliche Typen wie du sind. Frei machen, Halleluja. So Gott widersteht dem Stolzen, aber er gibt Gnade dem Demütigen. Das ist das Wesen Gottes. Das heißt, Gott hat zwei Gesichter. Dem einen zeigt er sich so und dem anderen so. Und du kannst das nicht gut finden, du kannst das ungünstig finden für dich. Wie du das findest, ist vollkommen egal. Es ist so. So beschreibt die Bibel Gott. Gott widersteht dem Stolzen und er gibt Gnade dem Demütigen. Und wenn du Gnade haben willst, dann gibt es nur eins. Ehrlich werden, die Sache auf den Tisch packen, nicht mehr beschönigen, nicht mehr dich rausreden. Ja, du bist so, weil deine Frau dies und so weiter. Sondern es geht um dich, es geht um dein Herz.